Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mal wieder was vom Playmobil Wildlife. Und zwar gibt es heute den Abenteuer-Pickup? Ja, der Abenteuer-Pickup, das habt ihr richtig gehört. Letztens hatten wir schon Abenteuer-Baumhaus und heute Abenteuer-Pickup. Ist ab 4 Jahren geeignet, bis 10 Jahre, aber darüber hinaus auf jeden Fall auch, Leute. Meine Meinung kennt ihr ja dazu. Und die Playmobil-Nummer ist 5558. Und dieser Pickup sieht echt cool aus. Perfekt für eine Safari, für ein Abenteuer, auch hier mit so einem Seil. Einem Boot, zwei Figuren, Schaufel, okay. Auch ein Gewehr, wofür brauchen wir denn Gewehr? Ja, falls wir uns mal vielleicht verteidigen müssen, aber auch nicht mehr zum Jagen. Nein, auf keinen Fall zum Jagen, sowas machen wir nicht. So, Lebenswesten, ja. Mal gucken, was wir hier beim Wagen noch alles machen müssen. Wahrscheinlich die Reifen, die Felgen und alles. Insgesamt 45 Teile. Heute, da schauen wir uns jetzt erstmal an, was denn hier drin ist, Leute. So, oh, der Abenteuer-Pickup sieht noch nicht aus wie ein Abenteuer. Aber wir holen doch jetzt erstmal die ganzen Teile raus und wir schauen uns den Abenteuer-Pickup mal an. So, Achsen sind schon da, können wir hier nicht bewegen. Batterie, wir können hier vielleicht einen Motor reinmachen, das geht vielleicht. So, der sieht aber schon mal echt wild aus, muss ich sagen. Ein Pickup, hier könnten wir jetzt noch unsere ganzen Materialien verstauen, die wir brauchen für ein Abenteuer, eine Safari. Hier kommt dann das Seil dran. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ein Boot. Sehr gut. Klasse. Das gefällt uns doch sehr. Ein Abenteuer-Kanu-Boot. So, dann haben wir hier ein paar Teile und auch die Sticker. Das kennen wir hier, Playmobil Wildlife, ne? Steht jetzt nicht Playmobil Wildlife drauf, sondern Playmobil. Aber hier, Kennzeichen, ist die Playmobil-Nummer, Navigationssystem. Sehr, sehr gut. Bedienungsanleitung. So, und dann haben wir hier die ganzen anderen Teile und auch natürlich hoffentlich mal unsere Figuren. So, die Reifen, ja, sind elastisch. Das ist schon mal sehr gut. Mit den Harten habe ich immer so das Problem. So, dann haben wir hier noch zwei Figuren, die für das Abenteuer bereit sind. Mit Bart. Frau ohne Bart, ja, genau. Aber sind auch schon angezogen. Perfekt für Wildlife! So sieht's aus. Und hier sehr, sehr gut. Perfekt gerüstet für ein Abenteuer. Beim Abenteuer brauchen wir natürlich auch vielleicht, ja, so welche Westen. Falls wir mal schwimmen gehen sollten oder müssen. Ne? So, zwei Stück. Das ist hier für den Pickup. Kommt oben drauf, glaube ich. Dann hier für den Fluss. Ein zweiter ist auch mit dabei. Sehr gut. Okay. Oh, ein Hut. Ich glaube, der ist für dich. Ja. Der ist auf jeden Fall für dich. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, mein Lieber. Dann haben wir hier die Teile für die Reifen nochmal. Ah, gut, dass es in einem extra Tütchen kommt. Und dann hier noch die ganzen anderen Kleinteile hier auch fürs Seil. Und natürlich ein Gewehr oder auch ein Walkie-Talkie. Falls mal was passieren sollte, dann müssen wir natürlich die Polizei oder Helfer verständigen. Leute, der Playmobil Abenteuer-Pickup aus der Wildlife Spielewelt von Playmobil. Playmobil-Nummer, wisst ihr noch? 5558. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Gar kein Problem, Leute, gar kein Problem. Außer, dass ich ein bisschen traurig wäre. Naja, gut. Trotzdem abonnieren. Und dann sehen wir uns bei der Demo von diesem Spielzeug, wo wir dann, oh, wow, wow, nicht vor Spannung umfallen, wo wir das Ding hier mal zusammenbauen werden. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!